rote Liste aufgeführten Punkte zu erweitern. Dabei handelt es sich unter anderem um das Asylpaket 2. Dabei soll von der Frist für den Beginn der Beratung soweit erforderlich abgewichen werden. Der Tagesordnungspunkt 5, hier geht es um Anträge zum Thema Schlussfolgerung aus den Pkw-Abgasmanipulationen, soll abgesetzt und stattdessen der Antrag mit dem Titel Demokratie stärken, dem Hass keine Chance geben, beraten werden. Ebenso soll der Tagesordnungspunkt 14 abgesetzt und an dieser Stelle der Antrag mit dem Titel Wohnungslosigkeit wirkungsvoll angehen, bundesweite Statistik einführen, debattiert werden. Die Tagesordnungspunkte 10 und 20 sollen ihre Plätze tauschen und der Tagesordnungspunkt 22c zusammen mit dem Tagesordnungspunkt 23 aufgerufen werden. Wenn Sie mit all dem einverstanden sind und eine ungefähre Vorstellung über die sich daraus neu ergebende Abwicklung der Tagesordnung erhalten haben, werden Sie vermutlich auch zustimmend zur Kenntnis nehmen, dass es noch mehrere nachträgliche Ausschussüberweisungen gibt, die im Anhang zur Zusatzpunkteliste aufgeführt sind. So, dies alles nehmen wir hiermit förmlich, zustimmend, einvernehmlich zur Kenntnis und verfahren heute dann so. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 4. Hier geht es um die erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Novellierung von Finanzmarktvorschriften aufgrund europäischer Rechtsakte. Die dazu vorgesehene Debatte soll nach einer interfraktionellen Vereinbarung 77 Minuten dauern. Auch dazu darf ich Einvernehmen feststellen. Dann ist das so beschlossen. Ich eröffne die Aussprache und erteile das Wort für die Bundesregierung dem parlamentarischen Staatssekretär Michael Meister. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir bringen heute den Gesetzentwurf zum ersten Finanzmarktnovellierungsgesetz in den Deutschen Bundestag ein. Damit setzen wir eine Reihe von Rechtsakten aus der Europäischen Union in deutsches Recht um. Es geht darum, dass wir im Nachgang zur Finanzkrise mehr Integrität in die Finanzmärkte bekommen, mehr Transparenz in die Finanzmärkte bekommen und insbesondere der Anlegerschutz weiter gestärkt wird. Wir haben als Reaktion auf die Finanzkrise bereits eine Reihe, insgesamt 40 Maßnahmen in diesem Sinne auf europäischer Ebene verabschiedet. Und wir haben versucht, damit die Konsequenz zu ziehen und die Schlussfolgerung zu ziehen aus dem, was am amerikanischen Immobilienmarkt geschehen war, was sich aber dann aufgrund der Situation, dass wir intransparente Kapitalmarktstrukturen und intransparente Kapitalmarktprodukte hatten, vom amerikanischen Immobilienmarkt bis hier zu uns in unsere europäischen Finanzmärkte hineinfressen konnte. Höhepunkt dieser Entwicklung war die Insolvenz von Lehman Brothers. Und ich habe eben erwähnt, wir haben 40 Maßnahmen umgesetzt. Dennoch müssen wir uns darüber klar sein, dass wir auch mit Blick auf die Zukunft vor neuen Herausforderungen stehen. Ich will nur das Thema nennen, Allokation von Finanzmitteln vor dem Hintergrund der Niedrigzinsphase oder die geopolitischen Risiken, die sich auftun. All dies kann zu neuen Instabilitäten führen. Und deshalb sind wir gut beraten, rechtzeitig, präventiv an mehr Integrität, Stabilität und Transparenz zu arbeiten. Um deutlich zu machen, was wir bisher auf den Weg gebracht haben, nenne ich zum einen die Stärkung der Eigenkapitalanforderungen und das Zusammenbringen von Entscheidung und Haftung. Risiko muss bei dem liegen, der auch die Gewinnchancen wahrnimmt. Und zum Zweiten die Frage, wie wir Aufsicht führen über europäische Banken. Wir haben gesehen, dass rein nationale Ansätze zu kurz greifen und wir deshalb eine europäische Lösung benötigen. Wir haben dasselbe gemacht beim Thema Abwicklungsmechanismus, dann, wenn Banken in Schieflagen kommen. Auch dort haben wir eine europäische Lösung implementiert. Ich glaube, dass es richtig ist, dass wir die Verantwortung vom Steuerzahler zu dem genommen haben, der Eigentümer und Gläubiger ist. Das ist in unserer Wirtschaftsordnung so, dass nicht der eine die Chancen und der andere die Risiken trägt. Und ich habe momentan relativ wenig Verständnis, dass in der jetzigen Situation, wo wir auf diese neuen Herausforderungen zugehen, einige darüber diskutieren, ob wir das, was wir an Bail-in-Regeln geschaffen haben, möglicherweise aussetzen oder aufheben sollten. Ich glaube, gerade jetzt kommt es darauf an, dass wir Kurs halten und die implementierten Regeln auch wirken lassen, meine Damen und Herren.
Wir haben eine Diskussion über die Frage, inwieweit Risiken in Europa vergemeinschaftet werden sollen. Es gibt Vorschläge der Kommission dazu. Ich möchte ganz klar und deutlich sagen, das kann nicht die Antwort auf die Herausforderung sein. Wir brauchen nicht die Vergemeinschaftung von Risiken, sondern was wir dringend benötigen, ist der Abbau vorhandener Risiken. Und dazu muss jeder, der Verantwortung trägt, als Aufseher, als Politiker, aber auch in den Organen der verschiedenen Institute, seinen Beitrag leisten. Und deshalb sagen wir Nein zu weiterer Vergemeinschaftung, aber Ja zum Abbau und Reduzierung dieser Risiken, meine Damen und Herren. Die Europäische Union hat Vorschläge unterbreitet zum Thema Kapitalmarktunion. Wir sind der Meinung, dass es durchaus sinnvoll ist, neben den bestehenden Finanzierungswegen, die es gibt, darüber nachzudenken, ob wir gerade für kleine und mittelständische Unternehmen weitere Finanzierungswege öffnen sollten. Das ist ein richtiger Ansatz. Aber es geht nicht darum, bestehende Wege zu begrenzen, sondern es geht darum, mehr Wettbewerb zu schaffen und Alternativen zu schaffen. Und in diesem Sinne sind wir offen, sozusagen die Diskussion zu führen, wie wir eine Kapitalmarktunion ausgestalten können. Ich möchte ausdrücklich Danke sagen an die Kollegen im Deutschen Bundestag, weil wir an einigen Stellen schneller vorangegangen sind und weitergegangen sind, als uns dies das europäische Recht vorgibt. Ich nenne an dieser Stelle den Hochfrequenzhandel, wo wir zügiger gehandelt haben, als das in Europa gegeben war. Oder ich nenne den grauen Kapitalmarkt, wo wir über das Kleinanlegerschutzgesetz auch national einen Schritt nach vorne gemacht haben. Wenn Sie sich jetzt anschauen, was in diesem ersten Finanzmarktnovellierungsgesetz vorgeschlagen wird, dann ist es die Umsetzung verschiedener europäischer Verordnungen bzw. Richtlinien und die Konsequenzen daraus auf die nationale Gesetzgebung. Wir hatten eigentlich die Absicht, Ihnen mit diesem Gesetz auch die Umsetzung der überarbeiteten Finanzmarktrichtlinie MiFID II und der entsprechenden Verordnung MiFIR vorzulegen. Es ist leider so, dass auf europäischer Ebene die Ausgestaltung auf der zweiten Ebene nicht zügig genug vorangegangen ist. Deshalb können wir dies nicht mit diesem Gesetz vorlegen und werden dazu einen eigenen Gesetzgebungsvorschlag zu einem späteren Zeitpunkt unterbreiten. Insofern ist in diesem Gesetz, in diesem Finanzmarktnovellierungsgesetz, die Marktmissbrauchsrichtlinie, die Marktmissbrauchsverordnung der Europäischen Union, die EU-Verordnung über die Zentralverwahrer, die EU-Verordnung über die Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte enthalten. Zum Inhalt dieser einzelnen Verordnungen bzw. Richtlinien: Die neue Marktmissbrauchsverordnung regelt EU-weit einheitlich und mit unmittelbarer Geltung das Verbot des Marktmissbrauchs, also das Verbot des Insiderhandels und das Verbot der Marktmanipulation sowie die Anforderungen an eine Ad-hoc-Publizität. Die Verordnung baut dabei auf bestehende Vorgaben der bisherigen Marktmissbrauchsrichtlinie auf und erstreckt diese insbesondere auf weitere Finanzinstrumente und Handelsplätze. Die Richtlinie zu den strafrechtlichen Folgen von Marktmissbrauch harmonisiert EU-weit die Straftatbestände und Rechtsfolgen von Marktmissbrauch. Der in Deutschland schon heute geltende Strafrahmen bei Marktmissbrauch von Freiheitsstrafen bis zu 5 Jahren oder Geldstrafe bleibt dabei erhalten. Die Zentralverwahrerverordnung CSD legt Anforderungen an die Zulassung und laufende Aufsicht über die Zentralverwahrer sowie an Bankgeschäfte im Zusammenhang mit der Zentralverwahrertätigkeit fest. Die Verordnung verbessert zudem Wertpapierlieferungen in der Europäischen Union durch Festlegung eines einheitlichen Liefertermins für übertragbare Wertpapiere auf 2 Tage sowie die Festlegung von Maßnahmen gegen gescheiterte Wertpapierabwicklungen, wie zum Beispiel die Einleitung eines Eindeckungsvorgangs. Die BRIP-Verordnung führt ein EU-weit einheitliches Produktinformationsblatt für verpackte Anlageprodukte und Versicherungsanlageprodukte für Kleinanleger ein. Damit werden die Transparenz und das Schutzniveau für Kleinanleger auf dem Anlagemarkt verbessert. Wir folgen bei der Umsetzung dieser Richtlinien dem Prinzip der 1-zu-1-Umsetzung europäischen Rechts in deutsches Recht. Zudem werden allerdings auch nationale Regelungen in einigen wenigen Bereichen geändert,
um Regelungslücken zu vermeiden und eine angemessene Aufsicht sicherzustellen. Die mit dem vorliegenden Gesetz umzusetzenden EU-Rechtsakte haben unterschiedliche Umsetzungsfristen, und deshalb wird auch dieses Gesetz gestaffelt in Kraft treten im zweiten Halbjahr 2016, so wie es die jeweiligen EU-Rechtsakte als Grundlage vorsehen. Meine Damen und Herren, die Anpassung unserer bestehenden Finanzmarktgesetze, da fassen wir insbesondere folgende Gesetze an. Zum einen das Wertpapierhandelsgesetz. Hier werden zahlreiche Vorschriften aufgehoben, deren Inhalt künftig unmittelbar in der entsprechenden europäischen Verordnung geregelt wird. Dies betrifft insbesondere den vorhin angesprochenen Insiderhandel, das Thema Marktmanipulation und die Ad-hoc-Publizität. Im Kreditwesengesetz werden vor allem die Aufsichtsbefugnisse der BaFin in Bezug auf die Zentralverwahrer an die Anforderungen der EU-Verordnung angepasst. Im Börsengesetz und im Kapitalanlagegesetzbuch und im Versicherungsaufsichtsgesetz werden die Ausführungen der BRIP-Verordnung entsprechend eingearbeitet. Der Anwendungsbereich des Vermögensanlagengesetzes wird angepasst, um Aufsichtslücken bei den Direktinvestments in Sachgüter zu schließen. Ich habe vorhin das Thema Sanktionen angesprochen. Der Bußgeldrahmen bei Verstößen wird dargelegt auf bis zu 20 Millionen Euro. Und wir führen ein bei juristischen Personen ein Bußgeld, was bis zu 1,5% des Umsatzes dieser juristischen Person betragen kann. Ich glaube, das ist ein sehr breites, sehr weites Gesetzgebungswerk. Ich hoffe darauf, dass wir in der Zeit dazu kommen, diese europäischen Vorgaben in nationales Recht umzusetzen und damit einen Beitrag zu leisten, dass unsere Finanzmärkte noch stabiler, noch transparenter für die Teilnehmer werden und damit ein Stück weit mehr Sicherheit für alle gegeben ist. Herzlichen Dank, und ich freue mich auf die Diskussion in den entsprechenden Fachausschüssen. Danke sehr. Michael Meister, parlamentarischer Staatssekretär im. Für die Fraktion Die Linke hält die Kollegin Karawanski nun das Wort. Ja, schönen guten Morgen, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Wir steigen ja heute in den ersten Teil einer umfassenden Überarbeitung von den verschiedenen Finanzmarktgesetzen ein. Und die Bundesregierung versucht, damit wir Sie, Herr Meister, gerade dargestellt haben, die Finanzmärkte stabiler und transparenter zu machen, auch den Anlegerschutz zu verbessern. Und sie drehen an einer Reihe von Schrauben. Aber ich muss leider feststellen, die Schrauben sind immer noch zu locker. Sie justieren nach, aber wirklich stabilen Halt auf den Finanzmärkten sowie im Verbraucherschutz schaffen Sie damit nicht. Und ich möchte einen Punkt herausgreifen, nämlich die Stärkung und Überwachungs- und Eingriffsbefugnisse der Finanzaufsicht, der BaFin. Und vor nicht allzu langer Zeit wurde ja im sogenannten Kleinanlegerschutzgesetz der BaFin die Möglichkeit zur Produktintervention bei Marktmissbrauch eröffnet. Die darf also den Vertrieb von Finanzinstrumenten gegebenenfalls sogar untersagen. Das war ein wichtiger Schritt. Das haben wir als Linke auch immer gefordert. Man könnte jetzt auch sagen, links wirkt. Aber die BaFin hat Eingriffsinstrumente. Aber es kommt doch darauf an, dass sie diese auch entschieden nutzt. Und daher sollte erstens unmissverständlich klar gemacht werden, dass die BaFin bei Missbrauch von dem Interventionsrecht auch Gebrauch machen muss und dass sie damit dahingehend auch dahin gelangt, dass Finanzinstrumente und Praktiken auch vermehrt einer inhaltlichen Prüfung anstatt bislang nur einer formalen Prüfung unterzieht. Zum zweiten Punkt. Verbraucherschutz. Und da sitzt die Schraube tatsächlich bei der Bundesregierung noch zu locker. Auch wenn die Finanzaufsicht noch so genau prüft und noch genauso hinschaut, werden wir weiterhin Anlagepleiten haben, die dann eben halt auch Kleinanleger treffen.
Kleinanleger sind meist auf sich selbst gestellt. Ihnen fehlen die Informationen bzw. auch die Möglichkeiten, ihre Rechte durchzusetzen. Es wird auch Verjährung gespielt. Die Prospekte sind zum Teil nicht auf Deutsch. Und es gibt auch keine Rechtsschutzversicherung für Anleger. Die meisten Emittenten, deren Produkte Anleger geschädigt haben, haben schlichtweg keine Konsequenzen zu befürchten. Vielleicht mal eine vereinzelte Klage. Die sitzen aber meistens die Pleite aus. Es wird nicht nur auf den Finanzmärkten spekuliert. Es wird ebenso darauf spekuliert, dass sich die Anleger nicht adäquat wehren können. Und das kann aber nicht angehen, dass hier sozusagen weiterhin suggeriert wird, Transparenz zu schaffen und dass Sie hier nicht das zum Wohle der Anleger und Anleger stärker durchgreifen. Das Problem, meine Damen und Herren, besteht doch darin, dass die BaFin erst dann eingreift, nachdem ein Finanzinstrument bereits auf dem Markt ist. Und hier sozusagen plädieren wir als Linke für eine Umkehr, und zwar nämlich, dass es tatsächlich zu einer vorgelagerten Zulassungsprüfung für Finanzinstrumente gibt, am besten auf europäischer Ebene. Das heißt, der Emittent müsste beweisen, dass es ein Finanzinstrument gesamtgesellschaftlich und vor allen Dingen volkswirtschaftlich unbedenklich ist. Und danach wird erst ein Finanzinstrument ausdrücklich zugelassen. Und wenn es eben halt den Zulassungskriterien nicht entspricht, dann kann es eben halt nicht zugelassen werden. Wir brauchen einen wirksamen Finanz-TÜV und kein halbherziges Herumdoktern, zum Beispiel an den Infoblättern. Denn selbst mit der 5. oder mit der 10. Novellierung von Finanzmarktgesetzen würden Sie nicht so viel an Finanzmarktstabilität, Transparenz und letztendlich Anlegerschutz erreichen. Sie werden weiterhin mutlos hier herumdoktern, und tun Sie eher etwas in Richtung Finanzmarktregulierung und vor allen Dingen im Sinne eines wirksamen Anlegerschutzes. Vielen Dank. Carsten Schneider ist der nächste Redner für die SPD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, dieses jetzt vorliegende Gesetz, die Umsetzung von verschiedenen EU-Richtlinien, schützt insbesondere Kleinanleger. Es soll dazu führen, dass der Marktmissbrauch von großen Plattformen, Handelsplattformen, aber auch Manipulationsmöglichkeiten bei Insiderhandel abgeschafft werden oder verhindert werden. Das ist richtig und wichtig, aber es gehört zu einem, ist ein kleiner Puzzlestein zu einem größeren Bild. Das größere Bild ist die Frage, ob dieses Finanzsystem insoweit sicher ist, dass wir nicht wieder in die Situation kommen, dass wir volkswirtschaftliche Krisen wie 2008, 2009 verbunden mit Staatsverschuldung, hoher Arbeitslosigkeit und wirtschaftlicher Depression erreichen. Und Herr Kollege Meister hat in seiner Einführungsrede auf ein paar Punkte hingewiesen. Ich will die unterstreichen. Wir haben umgesetzt eine Abwicklungsrichtlinie für Banken, dass das Eigenkapital, das dort vorhanden ist, haften muss, auch das nachgelagerte Eigenkapital. Nun ist das in Europa nicht überall tatsächlich so umgesetzt. Ich komme mit den Kollegen gerade aus einer Konferenz in Brüssel mit den Nationalstaaten. Auch dort spielte die Frage einer gemeinsamen Einlagensicherung eine Rolle. Und wir haben sehr klar gemacht, dass wir das als eine Endstufe einer Bankenunion sehen, aber nicht als den nächsten Schritt einer Vergemeinschaftung von Risiken, ohne dass der Haftungsrahmen und der Sicherheitsrahmen steht. Dieser Sicherheitsrahmen muss stehen. Da gibt es noch einiges zu tun. Und ich habe auch die Stimmen gehört aus der EZB, aber auch aus Italien, insbesondere das Bankensystem dort, das so ähnlich geschwankt hat wie der Aktienkurs der Deutschen Bank in den letzten Wochen, von möglichen Haftung der Gläubiger abzusehen. Wir ganz klar sagen, wir Sozialdemokraten tragen so eine Veränderung nicht mit. Wir haben sehr, sehr deutlich in den letzten Jahren hier dafür gekämpft, dass wir Haftung und Risiko zusammengehört. Das heißt, Banken, Bankvorstände müssen wissen und auch Aktionäre, dass wenn das Geschäftsmodell riskant ist, dass dann für die Verluste auch der Aktionär und der Gläubiger einzustehen hat und nicht der Steuerzahler. Die Verunsicherheit, die Nervosität, die hohe Marktvolatilität, die sich ja auch bei dem Auf und Ab in den letzten Wochen am DAX, aber auch insbesondere bei den Bankaktien gezeigt hat, spricht ja nur dafür, dass wir in einer extrem kritischen Situation sind. Und man kann nicht in der ersten Krisensituation
die Dinge, die man in Sonntagsreden gefordert hat und auch zu Gesetzen gegossen hat, sofort abschaffen und sagen, das setzen wir jetzt mal aus. Das wäre nicht nur ein schlechter Stil, sondern es wäre auch ein Verrat an den Interessen des Gemeinwohls, weil das steht letztendlich gerade dafür. Und deswegen meine ich, dass sowohl die Europäische Bankenaufsicht als auch die Europäische Zentralbank gut beraten ist, das Instrumentarium dafür zu benutzen und die Aktionäre gut beraten sind, auf die Geschäftspolitik der einzelnen Banken insoweit Einfluss zu nehmen, dass sie eben nicht riskant sind. Und das, was wir bei der Deutschen Bank erlebt haben, ist, dass es die Buße ist für ein Jahrzehnt lang extrem expansive, risikoreiche und auch unlautere Geschäftspolitik. Und dafür kommt jetzt die Rechnung. Und ich weiß noch genau an die Gespräche mit Herrn Fitschen und Herrn Jane, die zwischenzeitlich mal Vorstand der Deutschen Bank waren, der eine ist es noch, die haben gesagt, wir wollen immer noch die einzige europäische Investmentbank bleiben, währenddessen alle anderen europäischen Banken sich davon verabschiedet haben. Das war ein Fehler und dafür zahlen sie heute auch, dadurch, dass das Marktvertrauen verloren geht. Was aber auch klar ist, es kann auch anders gehen. Nehmen Sie die Commerzbank. Wir haben als Anteilseigner der Commerzbank sehr klar darauf hingewiesen und auch durchgesetzt, dass sie sich zurückzieht aus dem globalen Spekulationskapitalismus und ganz normales Brot und Butter Mittelstandsgeschäft macht. Das ist zwar nicht sonderlich sexy, aber es ist zumal so ertragreich, dass es der Wirtschaft in Deutschland nützt und die Bank auch wieder ein stabiles Fahrwasser bringt. Nichtsdestotrotz, Kollege Meister, muss ich zwei Punkte ansprechen, wo wir als Sozialdemokraten hier im Bundestag auch noch mehr Handlung der Bundesregierung, des Bundesfinanzministers erwarten. Auch insbesondere aus der Situation der Krise 2009 heraus. Das erste betrifft die Finanztransaktionssteuer und das zweite betrifft das Trennbankensystem. Wir haben sehr klar gesagt im Koalitionsvertrag, wir wollen ein ganz scharfes Trennbankensystem, das diejenigen, die spekulieren wollen, das gern machen können, aber nur mit ihrem Eigenkapital und nicht mit den Einlagen, dem Spargroschen der Bürger. Dieses Trennbankensystem ist in Europa gerade in Verhandlungen. Die Sozialdemokraten im Europäischen Parlament sind für eine sehr scharfe Regelung. Bei den Christdemokraten bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich erwarte, dass die Bundesregierung den Koalitionsvertrag umsetzt, der sagt, ganz scharfe Regelung, so wie die Expertenkommission unter Herrn Liikanen, dem finnischen Notenbankgouverneur, das vorgeschlagen hat. Weil nur dann haben wir die Risiken auch insoweit separiert, dass ich auch über ein europäisches Einlagensystem diskutieren und auch entscheiden kann, positiv entscheiden kann. Da brauche ich aber eine wirkliche Abkehr und Sicherheit, dass das volatile, extrem anfällige Geschäft, Spekulationsgeschäft der Investmentbanken eben nicht von den Spargroschen letztendlich geschützt ist. Der zweite Punkt, die Finanztransaktionssteuer. Da haben wir uns als Sozialdemokraten 2012 durchgesetzt hier im Bundestag, gemeinsamen Verhandlungen, damals noch mit der Union und FDP, aber auch die Grünen, und haben den europäischen Rettungsfonds mitbeschlossen. Einer der Preise dafür oder auch der Bedingung für die Zustimmung für uns war, dass aber auch diejenigen, die spekulieren, und das vor allen Dingen im Hochfrequenzhandel, den wir hier ja heute auch regeln, auch einen Teil der Lasten der Finanzkrise schultern. Das heißt, über die Einnahme einer Finanztransaktionssteuer letztendlich auch die Kosten der Krise zu bezahlen. Und die sind nicht bezahlt. Wir haben dafür keine bisherige Steuereinnahme. Nein, im Gegenteil, ist auf die Schuldenlast des Bundes letztendlich mit draufgegangen und wir haben keine Gegenfinanzierung. Und dann haben wir eine Initiative von noch 10 Ländern. Und was ich so gehört habe, Herr Moskowitz, der zuständige Kommissar, hat uns das auf meine Frage in Brüssel auch sehr konkret gesagt, es geht in die Schlussphase der Entscheidung. Im März wird eine Entscheidung fallen, ob es eine europäische Finanztransaktionssteuer gibt oder nicht. Und er hat auch sehr klar gesagt, dass auch Deutschland sich dort bewegen muss und konstruktiv verhandeln muss. Der Bundesfinanzminister hat das hier im Bundestag immer gesagt. Er hat dafür auch ein Mandat des Bundestages. Breite Bemessungsgrundlage, niedrige Sätze, keine Ausnahmen. Worum ich bitte und was ich auch erwarte, auch im Sinne dessen, was der Bundestag 2012 auf den Weg gebracht hat, eine Kontinuität, dass Sie hierbei konstruktiv sind, dass Sie das Ergebnis einer europäischen Finanztransaktionssteuer wollen. Und es bringt nichts, über die Kosten der Flüchtlingskrise zu diskutieren
eine höhere Benzinsteuer vorzuschlagen, wo doch die Finanztransaktionssteuer entscheidungsreif auf dem Tisch liegt. Deswegen nehmen Sie den Mut, nehmen Sie Deutschland und Frankreich an die Seite und schaffen Sie uns im März eine Entscheidung, dass wir nach 7 Jahren Finanzkrise endlich auch diejenigen zur Kasse bitten, die diese Krise verursacht haben. Carsten Schneider war das, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende, mit seinen Anmerkungen zur Novellierung der von Finanzmarktvorschriften. Das Ganze wird nötig, weil es auf europäischer Ebene bereits entsprechende Vereinbarungen gibt. Und die müssen jetzt umgesetzt werden in deutsches Recht. Nächster Redner Gerhard Schick für die Grünen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich werde jetzt erstes Mal einen Blick auf unsere Tagesordnung heute werfen, wo ja 3 Finanzmarktthemen draufstehen. Heute Morgen mit 90 Minuten große Debatte zu der Umsetzung einer EU-Richtlinie oder mehrerer EU-Normen, wo eigentlich das, was die Bundesregierung an Anteil hat, relativ gering ist, sondern es ist das, was von der europäischen Ebene kommt. Da ist viel Gutes drin, härtere Sanktionen. Darüber reden Sie gerne morgens zur besten Sendezeit. Mittags dann nutzen Sie auch noch eine gute Aufmerksamkeit für die Kritik an den europäischen Aufsichtsbehörden. Und dann am Abend, wenn die Zeitungen geschrieben und in Druck sind, kommt das, was für Sie etwas unangenehmer ist, nämlich die Umsetzung der Wohnimmobilienrichtlinie, wo Sie eine rechtsstaatliche Dreistigkeit vollziehen, die einfach hier in dieser Debatte dazugenommen wird, wenn es eben auch um Anlegerschutz geht. Was ist der Punkt? Normalerweise ist es so, dass das Gesetz gilt und wir für die Zukunft neue Gesetze machen. Hier ist aber etwas passiert, dass aus der Finanzbranche ein Jammern kam, dass die bisherige Gesetzeslage für alte Fälle nicht günstig sei. Und deswegen wird jetzt rückwirkend in die Rechtsposition von Verbraucherinnen und Verbrauchern beim Widerrufsrecht eingegriffen. Wenn das Schule macht, wo kommen wir dahin? Wenn Verbraucher gesetzlich ein Problem haben, dann habe ich mich noch nie erinnern können, dass dafür dann rückwirkend das Gesetz geändert wird. Wenn die Finanzbranche ruft, ändern Sie Gesetze auch rückwirkend. Das ist skandalös, und dass ein Verbraucherminister so etwas mitmacht, geht überhaupt nicht. Was wir jetzt vorliegen haben, geht zurück auf den Schockerinnerung 2008, 2009. Damals hat man eine Expertengruppe beauftragt unter dem früheren Direktor des Internationalen Währungsfonds, und es sollte Handlungsempfehlungen erarbeiten, und daraus ist die Marktmissbrauchsrichtlinie dann auch entstanden, weil man festgestellt hat, es fehlen in der Europäischen Union, ich zitiere, rigorose und abschreckende Sanktionen, die auch effektiv durchgesetzt werden. So, ein Stück weit wird das jetzt vorgelegt, und das ist auch richtig. Aber man muss natürlich die Frage stellen, warum nutzt eigentlich die Bundesregierung nicht systematisch die Möglichkeiten, die die Richtlinie geben würde, um in Deutschland fehlende Sanktionen wirklich hart anzuziehen? In einigen Stellen erreichen Sie das Mindestniveau an Sanktionen wahrscheinlich noch nicht einmal, das die Richtlinie vorgibt. Ich will ein Beispiel nennen. Der Regierungsentwurf sieht bei der Strafbarkeit der Marktmanipulation vor, dass durch die jeweilige Handlung auch eine Einwirkung auf den Marktpreis Erfolg ist. Das heißt, es muss ein Erfolg eingetreten sein. Nach der Richtlinie genügt bereits das Geben falscher oder irreführender Signale für eine Strafbarkeit. Das heißt, der Nachweis ist wesentlich schwieriger bei dem, was Sie jetzt vorlegen, als es eigentlich die Richtlinie vorsieht. Und warum sieht das Gesetz eigentlich bezüglich Waren eine generelle Strafbarkeit vor im Falle von vorsätzlichen Fehlinformationen bei Aktien, aber nur, wenn es wirklich eine Erlangung eines großen Vermögensvorteils gegeben hat? Ich frage mich, unser Finanzminister gibt ja gern mal den Harten, aber wenn es um Finanzmarktakteure geht, wird er plötzlich relativ weich und nachsichtig. Da stimmen Ihre Maßstäbe nicht. Die Ökonomen George Akerlof und Robert Shiller haben im Handelsblatt kürzlich einen Beitrag veröffentlicht aus einem aktuellen Forschungsprojekt. Es heißt Phishing for Fools, Manipulation und Täuschung. Und es geht darum insbesondere um den Finanzmarkt. Weil ein ganz relevanter Teil des Finanzmarktes
leider auf Lug und Betrug basiert. Es muss doch mal zur Kenntnis genommen werden, und ich hoffe auch in den Koalitionsfraktionen und in diesem Bundesfinanzministerium, dass wir nach Skandalen, wo die Marktpreise bei den Zinsen, bei den Devisen, beim Gold manipuliert worden sind, Märkte in Billionenumfang durch Preismanipulation gestört worden sind, dass wir mal sehr systematisch die Frage stellen müssen, wie kriegen wir eigentlich endlich wieder Recht und Ordnung am Finanzmarkt etabliert? Und das ist ja nicht etwas, wo wir einfach unsere Hände in den Schoß legen können, sondern wir müssen doch sehen, diese großen Skandale sind ja alle, auch wenn deutsche Unternehmen und Finanzmarktunternehmen betroffen gewesen sind, nicht in Deutschland aufgedeckt worden. LIBOR, das waren zuerst die britischen und amerikanischen Behörden. Bei VW, es waren die amerikanischen Behörden. Und so könnte man leider die Liste noch fortsetzen. Was heißt denn das? Da ist doch wohl großer Handlungsbedarf in Deutschland, und da kann es doch nicht ausreichen, nur eine EU-Richtlinie so umzusetzen, wie die Mindestanforderungen sind, sondern da muss man doch die deutschen Probleme endlich mal angehen. Ja, da muss man auch im Vollzug etwas tun, und deswegen ist der Bundesfinanzminister, der für die Rechts- und Fachaufsicht bei der BaFin zuständig ist, natürlich in besonderer Art und Weise gefragt, und ich hätte mich gefreut, wenn auch dazu hier ein paar Worte verloren worden wären. Wir sehen doch, dass diese Sache so wichtig ist, dass viele Leute empört sind und dass es keine Stabilität gibt. Erst jüngst hat die Finanzaufsichtsbehörde dann, viel zu spät eingreifend, eine Bank schließen müssen, weil sie die Strafzahlung nach einem Betrug nicht zahlen kann, die Maple Bank. Das ist doch systemrelevant, das ist stabilitätsrelevant. Und deswegen brauchen wir in Deutschland eine Diskussion darüber und auch eine Gesetzgebung dazu, dass wir endlich die Sanktionen im Unternehmensbereich verschärfen und auch die individuelle Verantwortung von Unternehmen. Das Spiel, dass der Vorgesetzte sagt, du musst die Ziele erreichen und mich interessiert nicht wie, und sich nachher vor Gericht darauf rausreden kann, ich habe es doch nicht angewiesen, muss aufhören dadurch, dass es ein klares Strafbarkeits- und Sanktionsrecht gibt auf der Unternehmensebene, aber auch auf der individuellen Ebene. Die britischen Parlamentskollegen haben da Vorschläge gemacht, dass zum Beispiel für die einzelnen Unternehmensbereiche jeweils ein Vorstand auch strafrechtlich verantwortlich ist. Warum sehen wir so etwas nicht als Gesetzesinitiative hier im Bundestag von Ihnen? Das frage ich mich. Und wir sehen auch, welche Bedeutung das für die aktuelle Diskussion hat. Bei der Deutschen Bank spielt ja das Risiko der Rechtsstreitigkeiten eine große Rolle. 12,7 Milliarden Euro Strafzahlungen in den letzten Jahren, jetzt noch mal Rückstellungen für weitere Milliarden Strafzahlungen, die vielleicht überhaupt nicht ausreichen. Das Problem ist, dass das leider auch dann ein Problem für Deutschland insgesamt wird. Das sieht man derzeit an der Marktentwicklung. Ich will da aber auch eines noch mal dazu sagen zu der Diskussion. Da machen sich jetzt viele Gedanken darüber, wie stabil die Deutsche Bank ist. Und dann hat sich auch der Bundesfinanzminister in dieser Diskussion geäußert. Und seither fragen sich alle, war das eine Intervention, weil der Deutschen Bank es so schlecht geht, wusste er mehr und so weiter. Und da finde ich, muss man eines mal klar haben, für jemanden in der Verantwortung des Bundesfinanzministers darf es in einer solchen Situation nur eine Regel geben, und ich zitiere hier aus dem CDU-Präsidium an einer anderen Stelle einen Satz, der hier gilt: einfach mal die Klappe halten. Ja, der Bundesfinanzminister, der die Rechts- und Fachaufsicht über die Aufsichtsbehörde in Deutschland hat, hat hier eine eindeutige Verantwortung. Und Sie können sehen an Elke König, wie man so eine Frage beantwortet. Zu einzelnen Instituten äußere ich mich nicht. Das wäre die richtige Antwort gewesen. Und auf so eine Sache müssen wir sich verlassen können bei einem Bundesfinanzminister. Übrigens auch in der Fehleinschätzung, wissen Sie, das Zitat: wir haben das Schlimmste hinter uns, von Wolfgang Schäuble zeigt, dass er das Wesen dieser Krise leider nicht verstanden hat. Und auch der Satz der Bundeskanzlerin, wir haben 80% der Finanzmarktregulierung geschafft, ist einer, der zeigt, sie haben nicht verstanden, um was es geht.
Denn seit 2007 ist ja die Fehlentwicklung unverändert weitergegangen. Die Finanzmärkte sind seit 2007 weiter schneller gewachsen als die Realwirtschaft. Die Schulden im Verhältnis zur realen Wirtschaftsleistung sind weiter gestiegen, von 269 auf 286% in den westlichen Industriestaaten. Und solange das so ist, dass der Finanzmarkt schneller wächst als die Realwirtschaft, werden wir keine Stabilität bekommen. Deswegen braucht es jetzt mehr reale Investitionen, wo leider dieser Bundesfinanzminister bremst. Und es braucht eine schärfere Finanzmarktregulierung, wo leider auch dieser Bundesfinanzminister bremst. Sie haben sich gewehrt in Brüssel und in Basel gegen eine strikte Schuldenbremse für Banken. Sie haben hier ein Placebo-Trennbankengesetz eingebracht in den Bundestag und verabschiedet, was für die Stabilität unseres Finanzmarktes, das sehen wir jetzt an der Diskussion mit der Deutschen Bank, überhaupt nichts bringt. Und, das hat Carsten Schneider gesagt, die Christlich-Demokratische Union bremst im Europäischen Parlament, wenn es darum geht, ein klares Trennbankengesetz zu machen, um endlich unseren Finanzmarkt stabiler zu machen. Deswegen muss an dieser Stelle eines klar sein. Wenn Sie so weitermachen, wird es keine Stabilität geben. Dann sind die Unsicherheiten etwas, was uns weiter begleiten wird. Es braucht mehr reale Investitionen, eine härtere Finanzmarktregulierung und das auch im strafrechtlichen und zivilrechtlichen Bereich harte Sanktionen für Lug und Betrug. Danke. Gerhard Schick, der finanzpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion. Ihm geht das Ganze hier nicht weit genug, was der Bundestag hier in erster Beratung diskutiert, nämlich die Novellierung von Finanzmarktvorschriften. Die Aufsicht soll ja strenger geregelt werden, Insiderhandel und Kursmanipulationen ausgeschlossen oder zumindest verringert werden. Nächster Redner für die Unionsfraktion, Matthias Hauer. Sehr verehrten Damen und Herren, bei den Ausführungen meines Vorredners kann man es fast vergessen, aber wir beraten heute das erste Finanzmarktnovellierungsgesetz. Wie der Name schon erahnen lässt, ist das nur ein Teil eines größeren Pakets. Es geht um die Regulierung der Finanzmärkte und die Stärkung des Anlegerschutzes. Im zweiten Teil werden wir zu einem späteren Zeitpunkt das deutsche Recht an die Finanzmarktverordnung MiFIR anpassen und die Finanzmarktrichtlinie MiFID II in deutsches Recht umsetzen. Eine Anmerkung vorab. Es ist bedauerlich, dass sich auf europäischer Ebene die Ausarbeitung der technischen Details verzögert. Das erschwert die nationale Umsetzung des zweiten Teils. Es ist aus meiner Sicht nicht nachvollziehbar, dass die Europäische Kommission den Zeitplan für die nationale Umsetzung nicht sachgerecht anpassen will. Aber jetzt zum heutigen Thema. Worum geht es bei diesem ersten Finanzmarktnovellierungsgesetz? Dieser erste Teil umfasst vier europäische Rechtsakte aus drei Themenbereichen. Nämlich erstens Richtlinie und Verordnung zum Marktmissbrauch, zweitens die Verordnung über Zentralverwahrer und drittens die Verordnung über Basisinformationsblätter. Diese vier europäischen Rechtsakte verankern wir im deutschen Recht. Sie wurden als Lehre aus der Finanzkrise verabschiedet. Wir haben da gerade schon viel zu gehört und sie haben das Ziel, die Transparenz und die Integrität der Finanzmärkte zu stärken. Der Deutsche Bundestag hat in den vergangenen Jahren viel dafür getan, um die Märkte zu stabilisieren und die Anfälligkeit für neue Finanzkrisen zu reduzieren. Auch der heutige Gesetzentwurf dient dazu, in erster Linie die Anleger besser zu schützen. Erster Punkt: Bekämpfung von Marktmissbrauch. Wogegen gehen wir dabei auf europäischer Ebene vor? Gegen Insidergeschäfte, gegen die unrechtmäßige Offenlegung von Insiderinformationen und gegen Marktmanipulation. Prominentes Beispiel für Marktmanipulationen ist der Libor-Skandal. Dabei ging es um betrügerische Manipulationen von Referenzzinssätzen wie dem Libor. Das wurde dann in den Jahren 2011, 2012 aufgedeckt. Der Skandal steht exemplarisch dafür, dass Marktmanipulationen erhebliche Auswirkungen haben können, gerade auch zulasten einfacher Bankkunden und Kreditnehmer. Banken haben sich dabei beispielsweise für bestimmte Privatkredite an den Libor-Zinssätzen zum Monatsanfang orientiert. Wenn durch gezielte Manipulationen solcher Referenzzinssätze zum Monatsanfang diese
Zinssätze zeitweise erhöht werden konnten, dann wurde daran gut verdient zum Schaden privater Kreditnehmer, die so überhöhte Zinssätze zahlen mussten. Leider sind die Regeln zum Marktmissbrauch in den Staaten der Europäischen Union bislang sehr unterschiedlich. Selbst schwere Verstöße werden nicht in allen Mitgliedstaaten strafrechtlich sanktioniert. Dort, wo Sanktionen möglich sind, da variieren sie teilweise erheblich. Durch die unterschiedlichen Regelungen auf europäischer Ebene konnte der Marktmissbrauch in der Vergangenheit nur unzureichend bekämpft werden, auch weil Täter über Staatsgrenzen hinweg agieren. Die EU-weite Harmonisierung ist also sinnvoll. Regelungslücken in einzelnen EU-Staaten, die bisher von Tätern ausgenutzt werden konnten, werden nun geschlossen. Es ist gut und richtig, einheitlich in der gesamten EU scharfe Sanktionen bei Insiderhandel und Marktmanipulation zu ermöglichen. Die Manipulation von Zinssätzen wird verboten. Schwere Formen des Marktmissbrauchs werden EU-weit unter Strafe gestellt. Versuch, Beihilfe und Anstiftung werden strafbar. Im deutschen Recht haben wir insbesondere die Straf- und Bußgeldvorschriften den neuen europäischen Regelungen anzupassen. Wir berücksichtigen aber auch die technologische Entwicklung, sowohl der Hochfrequenzhandel in Deutschland ja schon geregelt, aber auch neuartige Handelsplattformen werden dabei einbezogen. Zweiter Punkt. Anforderungen an Zentralverwahrer. Was machen Zentralverwahrer überhaupt? Sie registrieren neu emittierte Wertpapiere, sie führen zentrale Wertpapierkonten und auf diesen Wertpapierkonten erfassen sie, wem welche Wertpapiere gehören. In der EU verwahren sie Wertpapiere im Gesamtvolumen von rund 39 Billionen Euro. Sie wickeln Wertpapiergeschäfte jährlich im Volumen von etwa 500 Billionen Euro ab. Die Verordnung über Zentralverwahrer vereinheitlicht nun europaweit, wie sie organisiert sind, wie sie Geschäfte tätigen, wie sie beaufsichtigt werden, aber auch, wie sie gegebenenfalls sanktioniert werden. Ziel ist es, dass die Verwahrer Wertpapiergeschäfte ordnungsgemäß und pünktlich durchführen. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung sieht einen umfassenden Bußgeldkatalog für Ordnungswidrigkeiten vor. Wenn ein Zentralverwahrer gegen solche Vorschriften verstößt, dann wird es künftig teuer. 20 Millionen Euro Bußgeld sind möglich, bis zu 10% des jährlichen Gesamtumsatzes, je nachdem, welcher Betrag von beiden höher liegt. Dritter Punkt, die bessere Information für Kleinanleger. Mit dem Gesetzentwurf verankern wir zudem die Verordnung über Basisinformationsblätter im deutschen Recht. Diese Informationsblätter, auch Beipackzettel genannt, müssen Anlegern vor Vertragsabschluss bei bestimmten Anlageprodukten ausgehändigt werden. Egal ob Anleger, Versicherungsnehmer oder Bankkunde, sie wissen im Normalfall deutlich weniger über ein Produkt als der Anbieter. Wir wollen, dass Verbraucher vor Abschluss solcher Verträge umfassend informiert werden und dann gute Entscheidungen treffen können. Die Finanzmärkte werden immer komplexer. Neue Technologien verändern die Finanzmärkte rasant. Die Vielfalt von Angeboten und Produkten nimmt ständig zu. Gerade in einer solchen Zeit ist es besonders wichtig, dass Kleinanleger die wesentlichen Informationen erhalten, und zwar verständlich und übersichtlich. Mit dem Kleinanlegerschutzgesetz haben wir bereits im vergangenen Jahr die Situation der Kleinanleger deutlich verbessert. Auch die Idee der Informationsblätter ist ja nicht neu. Wir in Deutschland sind bei dem Thema bereits in den letzten Jahren sehr aktiv gewesen. Es gibt sie bei uns bereits für Anlageberatung bei Finanzinstrumenten, bei Verträgen über Versicherungen und bei Altersvorsorge, für Investmentvermögen und für viele Produkte des grauen Kapitalmarkts. Bei der aktuellen Verordnung wird ein Basisinformationsblatt für verpackte Anlageprodukte vorgeschrieben. Als verpackt gelten Anlageprodukte, bei denen das Geld nicht direkt, sondern indirekt am Kapitalmarkt angelegt wird, zum Beispiel in offenen oder geschlossenen Investmentfonds oder bei fondsgebundenen Lebensversicherungen. Um diese komplexen Produkte besser verstehen zu können, werden klare Regeln für die Gestaltung der Basisinformationsblätter eingeführt. Der Aufbau wird standardisiert. Sie müssen nicht nur richtig sein, sondern auch kurz, prägnant und verständlich. Anleger können damit Chancen und Risiken, aber auch die Kosten
produktübergreifend vergleichen. Wichtig für Kleinanleger ist auch, dass die Vorschriften über die zivilrechtliche Haftung der Ersteller der Informationsblätter harmonisiert werden. Das heißt, jeder Kleinanleger kann in Zukunft den Ersteller haftbar machen, wenn das Blatt irreführend oder fehlerhaft war und ihm dadurch ein Schaden entstanden ist. Fazit für das erste Finanzmarkt-Novellierungsgesetz ist, die europäische Harmonisierung macht die Finanzmärkte transparenter und robuster gegen Krisen. Alle drei Teile des Gesetzentwurfs stärken den Anlegerschutz, und daran werden wir gemeinsam mit unserem Koalitionspartner weiter arbeiten. Vielen Dank. Axel Trost ist der nächste Redner für die Fraktion Die Linke. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn der Bundestag europäische Richtlinien umsetzt, ist die Zeit häufig schon darüber hinweggeschritten. Doch jetzt, gerade in dieser Situation, holen uns die Entwicklungen an den Finanzmärkten wieder ein. Nach wie vor wabern Unmengen von Geldern frei um den Globus, mal hierhin, mal dorthin. Keiner weiß, wohin die Reise geht. Innerhalb weniger Wochen ist jetzt der DAX drastisch eingebrochen, und die mit Abstand größten Abstürze gab es bei den Bankaktien. Das hat natürlich auch reale Folgen. Schon rufen die ersten Bankvorstände wieder nach Hilfen von der EZB. Nach jahrelanger zunächst Deregulierung und jetzt seit 2009 etlichen Gegenmaßnahmen müssen wir nach wie vor feststellen, dass wir den Tiger immer noch nicht reiten können. Zu oft wurden hier Gesetze aufgelegt, die ich dann hier an dieser Stelle immer nur mit dem Ausdruck zu spät und zu wenig gekennzeichnet habe. Der vorliegende Gesetzentwurf, da geht es unter anderem auch um Maßnahmen gegen Macht- und Marktmissbrauch, zum Beispiel Insidergeschäfte und Manipulationen von Kursen. Von diesen kriminellen Praktiken sehen wir immer mehr, aber wir sehen immer auch nur die Spitze des Eisberges. Und nur in einigen Fällen werden die betrügerischen Praktiken überhaupt aufgedeckt. Ich finde dabei symptomatisch den Umgang mit dem Hochfrequenzhandel, der auch in den neuen Regelungen jetzt erfasst wird. Der Handel mit Wertpapieren, der in Bruchteilen von Sekunden kauft und verkauft macht, macht inzwischen in manchen Marktsegmenten mehr als 40% des gesamten Handelsvolumens aus. Solange aber einem Händler seine schädlichen Praktiken nicht nachgewiesen werden können, ist grundsätzlich jedes Geschäft erlaubt. Aber volkswirtschaftlich gibt es überhaupt keinen Sinn, warum man Finanzprodukte in Sekundenbruchteilen kaufen und verkaufen muss und dafür dann immer wieder Kollateralschäden in Kauf nimmt. Das Gleiche gilt für die Zulassung von Finanzprodukten. Auch hier können Anlegern die irrsinnigsten Finanzprodukte aufgeschwatzt werden, wenn nur anschließend die Dokumentationspflicht ordentlich erfüllt wird. Das ist dann die gelobte unternehmerische Freiheit mit dem Ergebnis, dass Einzelne und der gesamtwirtschaftliche Nutzen dabei völlig auf der Strecke bleiben. Jetzt möchte ich aber noch ein paar Ausführungen machen zur aktuellen Situation. Der Kollege Schneider und auch der Kollege Schick haben die Situation um die Deutsche Bank angesprochen. Ich bin vor einigen Monaten scharf kritisiert worden, weil ich hier an dieser Stelle in einer Rede der Deutsche Bank als möglicherweise kriminellste Bank der Welt bezeichnet habe. Ich habe seitdem zusammen mit dem Wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestages deutliche Recherchen unternommen. Das Ergebnis, Papier, kann man auf meiner Internetseite oder auf meinen Nachdenkseiten nachlesen. Es gibt, um nur einiges daraus zu zitieren, derzeit etwa 6.000 Verfahren gegen die Deutsche Bank. Darunter, und jetzt muss ich vorlesen, Handel mit US-Hypothekenramsch, Umsatzsteuerbetrug, Beihilfe zur Steuerhinterziehung, Insolvenz der Kirchgruppe, grobhaft fehlerhafte Anlageberatung bei Zinswetten, betrügerische Cum-Ex-Geschäfte, Manipulation von Devisenkursen, US-Staatsanleihen, Preisen bei Edelmetallen, Manipulation der Referenzgrößen LIBOR, Euribor, Korruption ausländischer Politiker, Geldwäsche
und Sanktionsverstöße und noch einiges mehr. Alles, wie schon gesagt, recherchiert und nachlesbar. Bei den dafür verhängten Strafen nimmt die Deutsche Bank weltweit zugegebenermaßen nur den 10. Platz ein. In der Eurozone ist sie aber mit deutlichem Abstand das Spitzeninstitut und auf Platz 1, was kriminelle Aktivitäten angeht. Und das nicht nur in absoluten Zahlen, was die Strafzahlungen angeht, sondern eben in Relation zum jeweiligen Bilanz, zur jeweiligen Bilanzsumme. Aber es geht mir hier jetzt nicht in erster Linie um das Strafregister eines einzelnen Unternehmens. Es geht mir hier um Systemversagen. Der Kongress in Washington hat unermüdlich zahlreiche solcher Vergehen in diversen Ausschüssen aufgearbeitet, und zwar öffentlich. Bei uns im Bundestag findet so etwas überhaupt nicht statt. Der Kollege Schick und ich wissen, wovon wir in dieser Frage reden. Jetzt steht die Deutsche Bank von allen Seiten unter Druck, von Investoren, von Kunden, von Gerichten. Von einer Gefahr, von einer Pleite zu reden, wäre sicherlich unverantwortlich. Aber wer weiß, welche Milliardenstrafen noch kommen? Wer kann genau sagen, was die 52 Billionen Euro Derivate, die die Deutsche Bank in ihren Büchern hat, welche Gefahren von denen denn eigentlich ausgehen? Niemand kann hier im Hause behaupten, dass die Wahrscheinlichkeit einer Pleite bei Null liegt. In den letzten Jahren haben wir viel uns mit Rettung und Abwicklung der Banken beschäftigt und dabei auch vieles verabschiedet. Aber wir waren uns alle immer einig, dass alle diese Maßnahmen nicht tragfähig sind, wenn es um ein Rieseninstitut wie die Deutsche Bank geht. Das geisterte immer mehr hier als Schreckgespenst durch die Debatte. Und jetzt sollten wir uns diesem Schreckgespenst endlich stellen. Wir sollten unser Bankensystem mit Sparkassen und Genossenschaftsbanken vernünftig weiterentwickeln. Aber die riesigen Bankkonzerne müssen eingedampft, müssen verkleinert werden. Und solange das nicht passiert ist, sind wir mit der Bankenregulierung noch lange nicht am Ende. Dankeschön. Axel Trost, der finanzpolitische Sprecher der Linksfraktion. Ihm geht das alles, was der Bundestag hier diskutiert und was sich an Gesetzen zur Finanzmarktregelung geändert werden soll, nicht weit genug. Bei Banken und Bankgeschäften ist die Linksfraktion ja ohnehin immer etwas skeptischer als alle anderen. Deswegen reicht ihr auch nicht das, was hier an klaren Regeln, an klareren Regeln und an strengerer Aufsicht vorgeplant ist. Nächste Rednerin, Sarah Riglewski, ist für die SPD im Finanzausschuss. Aus der Finanzkrise. Wir sorgen dafür, dass Integrität und Transparenz der Finanzmärkte in Deutschland gestärkt werden. Das Finanzmarktnovellierungsgesetz steht dabei in einer langen Reihe von Gesetzen, die wir in dieser Legislaturperiode zur Verbesserung der Verbraucher- und des Anlegerschutzes im Finanzbereich bereits beschlossen haben und noch beraten. Aktuell beraten wir das Zahlungskontengesetz, mit dem wir nicht nur einer großen Anzahl von Menschen, die bisher kontolos sind, ein Girokonto verschaffen, sondern auch die Marktmacht der Verbraucherinnen und Verbraucher gegenüber den Banken stärken. Mit der Wohnimmobilienkreditrichtlinie sorgen wir sorgen wir auch für einen besseren Verbraucherschutz. Und mit dem im letzten Jahr beschlossenen Kleinanlegerschutzgesetz haben wir die Position von Kleinanlegern auf dem grauen Kapitalmarkt gestärkt. Ja, das macht jetzt nur deutlich, dass wir eine ganze Reihe von Gesetzen beschlossen haben, die alle sehr gut gewesen sind, wir auf einem guten Weg sind. Und da ich ja in diesem Reigen quasi quer eingestiegen bin, mögen Sie mir das eben nachsehen. Die Kleinanleger sind auch bei dem jetzt vorliegenden Gesetz besonders im Fokus. Und das ist nur gut und richtig. Denn hier handelt es sich um eine besonders verletzliche Gruppe, die außerdem mit einer nur sehr geringen Marktmacht ausgestattet ist. Wir reden hier von Menschen, die eine verhältnismäßig kleine Summe investieren, um sich gegen Lebensrisiken abzusichern oder für das Alter vorzusorgen. Und gerade für diese Menschen können Fehlinvestitionen schnell existenzbedrohend werden. Umso wichtiger ist es, dass der Einzelne weiß, worauf er sich bei einer Anlageentscheidung einlässt und sich darauf verlassen kann, dass er richtig beraten wird und alle Informationen, die ihm zugegangen werden, auch fehlerfrei sind.
Denn wir können davon ausgehen, dass nur die wenigsten Kleinanlegerinnen und Kleinanleger ausgewiesene Finanzexpertinnen und Finanzexperten sind. Und gleichzeitig gibt es viele Produkte auf dem Markt, die sich zwar großer Beliebtheit in der Bevölkerung erfreuen, aber gleichzeitig leider häufig auch sehr komplex sind und unter Umständen für Kleinanlegerinnen und Kleinanleger wenig geeignet sind. Ob es sich um strukturierte Finanzprodukte, Derivate und manchmal ja selbst die Kapitallebensversicherung handelt, es ist häufig sehr schwer für den Einzelnen abzuschätzen, welche Risiken und welche Ertragschancen dem gegenüberstehen. Und natürlich ist gerade in einem im derzeitigen Zinsumfeld der Anreiz groß, in ein Produkt zu investieren, was große Ertragschancen verspricht, aber vielleicht für einen nicht gut geeignet ist. Und dem steht dann im Extremfall das Risiko des Totalausfalls gegenüber. Und das ist insbesondere dann dramatisch, wenn man sich eben gerade gegen Lebensrisiken absichern möchte. Selbstverständlich, der Kollege Petri sagte vorhin zu mir, des Menschen Wille ist sein Himmelreich, soll jeder auch weiterhin in die Produkte investieren können, die ihm attraktiv erscheinen. Aber es muss klar sein, dass eben das Risiko, dem er sich aussetzt, klar ist. Und genauso muss ihm auch klar sein, wie hoch die Ertragsaussichten am Ende wirklich sind. Mit der PRIP-Verordnung führen wir daher die flächendeckenden Basisinformationsblätter im Wertpapierhandelsgesetz ein. Mit dem Kapitalanlagegesetzbuch und dem Vermögensanlagegesetz stärken wir die Kleinanleger weiter, indem wir sie vor Vertragsabschluss mit allen wichtigen Informationen ausstatten. Vom Risiko eines Produktes angefangen, über Renditemöglichkeiten bis hin zu den Provisionen, die der Anbieter für den Verkauf an einen Anleger erhält. Dabei, und jetzt wurde vorhin ja schon darüber geredet, auch zum Thema Anwendung, mir ist sehr wichtig, dass wir dabei bei der Umsetzung auch auf Verständlichkeit achten, weil auch die besten Informationen helfen am Ende niemandem, wenn er sie nicht versteht. Und mindestens genauso wichtig ist, dass fehlerhafte Angaben in Zukunft bestraft werden. Wer fehlerhafte Informationsblätter verteilt, muss dafür die Konsequenzen tragen und im Schadensfall haften. Die BaFin ist hier zukünftig befugt, Bußgelder zu verhängen, wenn die Informationsblätter nicht den Anforderungen der PRIP-Verordnung genügen. Damit fördern wir auch das Vertrauen der Menschen in die Finanzmärkte und stärken erneut die BaFin in ihrer Rolle als kollektiven Verbraucherschützer. Das ist auch wirklich eine Innovation, die wir mit dem Kleinanlegerschutzgesetz im letzten Sommer als Aussichtsziel ausgegeben haben. Und wir werden als Parlamentarierinnen und Parlamentarier natürlich auch begleiten, ob die BaFin diese Rolle auch annimmt und konsequent zugunsten der Verbraucherinnen und Verbraucher umsetzt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, natürlich kommt es nicht von ungefähr, dass wir heute über das erste Finanzmarktnovellierungsgesetz debattieren. Das eigentliche Kernstück des geplanten Finanzmarktnovellierungsgesetzes, die MiFID II, setzen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht um. Das ist sehr ärgerlich, denn mit der MiFID II wollten wir wichtige Verbesserungen auf den Weg bringen. Es ist sehr unbefriedigend, das kann man an dieser Stelle schon einmal sagen, dass wir noch nicht mal wissen, wann wir uns stattdessen mit dieser Richtlinie befassen werden. Mit der MiFID II würde unter anderem die BaFin das Recht erhalten, Vermarktung, Vertrieb und Verkauf von Finanzinstrumenten zu untersagen oder zu beschränken, wenn erhebliche Bedenken für den Anlegerschutz aufkommen. Und das ist in der Tat eine große Lücke, weil das eine ist die Information über verschiedene Produkte, aber das andere ist, dass es auch einfach Produkte auf dem Markt angeboten werden, die vielleicht für den Anbieter attraktiv sind, dem Anleger aber wenig bringen. Außerdem würden Vertreiber von Finanzprodukten viel strengeren Bestimmungen unterliegen, welche Produkte sie überhaupt auf den Markt bringen dürfen. Zum Abschluss möchte ich noch auf ein besonderes Anliegen hinweisen, was wir auch mit der MiFID II beraten werden. Das ist die Stärkung der Honorarberatung. Bisher ist es so, dass der Anteil der Honorarberatungen in Deutschland verschwindend gering ist. Das ist in der Logik des Marktes begründet. Die meisten Verbraucherinnen und Verbraucher wissen eben nicht, dass sie bei der provisionsbasierten Beratung, die sie in der Regel bei ihrer Bank oder einem privaten Anbieter erhalten, eben doch etwas zahlen, nämlich eine hohe Provision. Es ist den Leuten auch oft nicht klar, dass das Produkt, was sie kaufen, dadurch für sie sich auch erst später rentiert. Und bei dem direkten Vergleich zwischen Honorarberatung, wo ich am Anfang etwas zahle, und der Provisionsberatung, wo die Kosten eben versteckt sind, da schlägt der Verbraucher oft halt eben den Weg ein, zu sagen, na, da sehe ich die Kosten nicht, es kostet nichts und deswegen nehme ich das nicht mit. Verstehen Sie mich nicht falsch, es gibt sicherlich viele Finanzberater, die das Beste der Kunden im Sinn haben, aber natürlich schauen sie auch immer ein Stück weit auf ihren eigenen Geldbeutel. Und unser Ziel muss es sein, beide Beratungssysteme nebeneinander verlässlich zu etablieren, damit die Kunden wirklich die Wahl haben und dann auch die beste Beratung bekommen.
Ich komme zum Schluss. Mit dem vorliegenden Gesetz müssen Provisionen offengelegt werden. Wir sollten aber auch bei der Umsetzung der MiFID II-Richtlinie dafür sorgen, dass wir dann die Honorarberatung insgesamt stärken und alle Anlageformen in den Blick nehmen. Jetzt freue ich mich erstmal auf die weiteren Beratungen zum ersten Finanzmarktnovellierungsgesetz und sehe gespannt dann den weiteren im Rahmen der MiFID II entgegen. Vielen Dank. Sarah Rüglewski für die SPD im Parlament seit Juli 15. Sie ist nachgerückt für den jetzigen Bremer Bürgermeister Sieling. Sie hat wieder Ordnung gebracht in ihr Manuskript und Ordnung soll auch in die Finanzmärkte, in die Finanzgeschäfte. Deswegen diskutiert der Bundestag über die Novellierung von Finanzmarktvorschriften und in dieser Debatte jetzt Matthias Middelberg für die Unionsfraktion. Zwei Vorbemerkungen meinem Beitrag mal vorzuschalten. Die eine Vorbemerkung betrifft das Thema Finanztransaktionssteuer. Leider ist der Kollege Schneider jetzt nicht mehr unter uns. Das bedauere ich. Ah, wunderbar, das ist ja klasse. Dann bleiben Sie vielleicht noch mal 2-3 Minuten hier, denn den Punkt möchte ich ganz gerne noch mal klarstellen. Sie haben an dem Punkt unseren Finanzminister Wolfgang Schäuble kritisiert und angemahnt, er würde sich nicht adäquat einsetzen. Ich sage Ihnen aus unserer Erfahrung im Finanzausschuss, da wäre es gut, vielleicht können Sie mal als Besucher vorbeisehen, wir beschäftigen uns in jeder Finanzausschusssitzung mit dem Thema Stand der Beratung zur Finanztransaktionssteuer. Und ich kann in Europa unter den Ländern, die sich im Moment noch darum bemühen, und das ist bedauerlicherweise eine überschaubare Zahl, weniger als die EU-Mitgliedsländer, ich kann mir keine nationale Regierung und keinen Finanzminister vorstellen in Europa, der sich mehr um das Erreichen dieses Zieles Implementierung einer Finanztransaktionssteuer bemüht, als das bei Wolfgang Schäuble der Fall ist. Da erleben Sie sogar das Kopfnicken des Kollegen Trost aus der Fraktion Die Linke. Also das, denke ich, sollte man wirklich festhalten. Wir sind als Deutschland auch in keiner Weise im Detail festgelegt. Wir machen keine Vorbedingungen zu diesem Thema, sondern wir diskutieren das wirklich offen und gehen auf jeden konstruktiven Vorschlag ein, der von den verschiedenen Europäern kommt. Also es liegt mitnichten an unserer Regierung, es liegt mitnichten an Wolfgang Schäuble, sondern es liegt an der Situation in Europa, die, wie Sie im Moment auch an anderen politischen Fragestellungen beobachten können, eben nicht immer nur durch Einheitlichkeit und Einigkeit geprägt ist. Ich hoffe, dass wir bei diesem Thema weiterkommen. Aber wenn wir weiterkommen, dann kommen wir in jedem Fall durch Wolfgang Schäuble weiter. So, und der andere Punkt, den ich meinem Beitrag vorschalten will, ist eine Bemerkung zu dem Thema Banken. Und vielleicht auch zu dem Stichwort Deutsche Bank. Ich gehöre jetzt nicht zum engeren Sympathisantenkreis und habe auch noch keine Facebook-Seite für die Deutsche Bank eröffnet oder Ähnliches. Aber ich muss schon sagen, dass dieses regelmäßige Bashing gegenüber der Deutschen Bank, das finde ich doch ein bisschen schlicht. Das will ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Ich glaube auch, wenn wir die Sache mal zu Ende denken, es gibt ganz viele Punkte, die einen konkret am Geschäftsgebaren dieser Bank stören können, zumal in den letzten Jahren. Das ist völlig zutreffend. Und über diese konkreten Punkte können wir auch gerne sprechen. Das Problem ist nur, wenn wir das zu Ende denken, wir sind, glaube ich, die dritt-, viert- oder fünftgrößte Volkswirtschaft auf diesem Erdball, dann ist es auch ganz gescheit, wenn man im eigenen Land Finanzinstitute hat, die die eigene Wirtschaft, unsere großen, aber auch unsere mittelständischen Unternehmen, die alle international agieren, wenn wir die begleiten können, auch durch eigene Banken. Ich halte das für sehr gut und für ein erstrebenswertes Ziel. Das muss nicht unbedingt eine Bank sein und eine Adresse. Mir geht es auch nicht um konkrete Namen. Aber ich glaube schon, dass es gut ist, wenn Deutschland auch in Zukunft noch einen attraktiven Kapitalmarkt und ein attraktiver Bankenstandort ist. Das halte ich für wichtig. Und im Übrigen, und das sage ich Ihnen auch an dieser Stelle mal vorweg, es ist kritisiert worden, dass unsere Gesetzgebung nicht funktionieren würde. Herr Kollege Middelberg, darf der Kollege Schneider eine Zwischenfrage stellen? Ja, gerne. Herr Kollege Middelberg, vielen Dank für die Möglichkeit, noch mal klarzustellen, das auch mit einer Frage zu kleiden, dass wir als Koalition, das habe ich dann so genommen, auch der Auffassung sind, dass die Finanztransaktionssteuer ohne Ausnahmen eingeführt werden soll. Mir ist nämlich bekannt, dass von deutscher Seite das Bundesfinanzministerium Ausnahmen will, zum Beispiel auf die Derivate von Staatsanleihen. Frankreich will andere Ausnahmen
Wir wollen, dass das Market Making nicht besteuert wird. Ich würde jetzt gern, Herr Meister ist da, wir haben im März diese Verhandlungen in Brüssel, würde gern auch von Ihnen wissen, ist auch die Unionsfraktion dafür, keine Ausnahmen, breite Bemessungsgrundlage, niedrige Steuersätze und auch die Frage der Besteuerung von Derivaten von Staatsanleihen auch mit einzubeziehen. Herr Kollege Schneider, herzlichen Dank für diese Zwischenfrage. Wir halten uns an das, was wir im Koalitionsvertrag festgelegt haben. Da haben wir einen Rahmen für die Implementierung der Finanztransaktionssteuer festgelegt. Und in diesem Rahmen muss sich nachher das bewegen, was wir am Ende vereinbaren werden. Und bis dahin und bis zu dem Zeitpunkt ist es auch richtig, dass die Bundesregierung offen über alle Varianten diskutiert. Nur wir müssen ja im Rahmen der verstärkten Zusammenarbeit auch ein gewisses Quorum an Beteiligten überhaupt erst mal auf eine einigende Linie bringen. Und dann macht es Sinn, sich darüber konkret zu unterhalten, auch in diesem Parlament. So, jetzt möchte ich aber noch mal gerne fortfahren mit meinem Punkt zu dem Thema Banken. Das ist mir auch wichtig, weil hier eben angesprochen wurde, auch vom Kollegen Schick, viele Dinge würden nicht funktionieren, die Implementierung, wir hätten nicht genug Gesetze implementiert, vieles Fehlverhalten würde nicht aufgedeckt. Dann hat der Kollege Trost richtigerweise darauf hingewiesen, ich glaube, das war eine Buchempfehlung von dir, lieber Axel, auf deine Ausführungen hin, da 6.000 Fälle, in denen sich die Deutsche Bank verantworten muss. Ich kann das im Einzelnen gar nicht nachvollziehen, aber wir erleben das ja jeden Tag in der Presse, dass über die verschiedenen Verfahren, über das Kirchverfahren, über das Libor-Verfahren, über viele andere Dinge, auch die Verbraucher, Kleinanleger und andere betreffen, berichtet wird. Also über entsprechende Verfahren. Das heißt, dass offensichtlich die Kontrollmechanismen und das heißt, dass offensichtlich auch der Rechtsschutz in dem Bereich ja doch effizient funktioniert. Auch was andere Insiderhandel-Manipulationen an den Wertpapiermärkten angeht, das führt ja doch zu Verfahren. Und das führt auch zu Verfahren, in denen Vorstände, Aufsichtsräte und anderen auf der Anklagebank sitzen. Also ich kann ehrlich gesagt nicht feststellen, dass unser Rechtsschutzsystem in dem Bereich unterentwickelt ist und nicht funktionieren würde. Offensichtlich. Ja, das ist aber jetzt die letzte, die ich dann in dem Zusammenhang zulasse. Bitte schön, Herr Schick. Man kann ein Mikrofon ja auch festhalten und dann funktioniert das auch. Danke, Herr Präsident, und danke, Herr Mittelberg, für die Zulassung der Frage. Mich würde interessieren, wie Sie Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland Ihre Aussage erklären, dass das alles ja gut funktioniert, vor dem Hintergrund, also funktioniert mit den Aufklärungen der Behörden, dass die entscheidenden Skandale, in die die Deutsche Bank verwickelt ist, wie zum Beispiel der Libor-Skandal, von den britischen und den US-Behörden aufgedeckt wurde und nicht von Deutschland. Ob Sie Bürgerinnen und Bürgern erklären können, wie viele Verantwortliche für die Finanzkrise in Deutschland eigentlich bisher rechtskräftig verurteilt worden sind und warum das eigentlich so wenige sind und wie Sie vor dem Hintergrund dieser Defizite eigentlich zu der Aussage kommen, dass das alles in Deutschland ganz gut funktioniert. Also, genau. Also die Tatsache, dass überhaupt ein solches Verfahren stattfindet und die Tatsache, dass, glaube ich, die betreffende Bank, über die wir eben gesprochen haben, für das vergangene Jahr einen Verlust von, ich glaube, 6,5 Milliarden ausgewiesen hat. Und wenn man sieht, wie viel da noch an Milliarden an Rückstellungen für die Durchführung von Rechtsverfahren nachgehalten wird, das wird doch jedes Bankhaus, das wird auch jeden anderen Mitspieler, jeden anderen Mitbeteiligten am Finanzmarkt hinlänglich abschrecken. Und wenn Sie das erlebt haben, dass auch Strafverfahren stattfinden und Sie sitzen dann da auf einer Anklagebank als Vorstand oder als anderer Verantwortlicher aus diesem Unternehmen, dann ist auch das schon eine hinreichende Lehre für Sie, unabhängig davon, ob es zu einer Verurteilung führt. Es ist in vielen Fällen zu einer Verurteilung gekommen. Und um auf den Libor-Skandal ganz konkret einzugehen, diese Verhaltensweisen haben sich ja in London abgespielt und die gehen auch da jetzt vor Gericht und die werden dort verhandelt. Also ich kann da nichts Unangemessenes feststellen, sondern ich stelle genau fest, dass eben die Systeme funktionieren, dass die Dinge aufgedeckt werden, dass die örtlichen und zuständigen Behörden das letzten Endes leisten und dass die Dinge durch die Gerichte aufgearbeitet werden. Und zu welchen Entscheidungen die Gerichte dann kommen, das spielt sich im Rahmen ihrer Unabhängigkeit statt. Das haben wir hier zu beobachten, aber nicht zu kommentieren.
So, ich werde mich jetzt im weiteren Teil meiner Rede ein bisschen zurückhalten. Das provoziert ja dann doch zu viele Zwischenfragen. Ich wollte eigentlich sagen, dass es schon sehr wichtig ist, weil man immer den Eindruck hat, das ist ein bisschen technokratisch, über das, was wir heute reden, viele so kleine Regelungen. Aber es ist schon wichtig, dass wir einen funktionierenden Kapitalmarkt haben. Einen funktionierenden, einen sicheren, aber auch einen Kapitalmarkt, in den jeder Vertrauen investieren kann. Jeder große, aber auch jeder kleine Anleger. Das ist ganz entscheidend, denn ansonsten würde unsere Volkswirtschaft nicht vernünftig funktionieren. Wir brauchen einen funktionierenden Kapitalmarkt, auch für unsere Banken, die zusätzlichen Eigenkapitalanforderungen unterliegen. Das ist bereits erwähnt worden. Wir brauchen einen funktionierenden Kapitalmarkt für unsere Industrie, die sich auf das Thema Digitalisierung umstellen muss und erhebliche Anpassungsinvestitionen in dem Bereich finanzieren muss. Wir brauchen einen funktionierenden, sicheren Kapitalmarkt für unsere Gründerszene, die Wachstums- und Gründungskapital braucht. Und weil die Banken ja so scharfen Eigenkapitalanforderungen unterliegen, stehen sie an den Märkten als Finanzierer nicht mehr in dem Maße zur Verfügung, wie das früher der Fall war. Das heißt, Unternehmen können heute Investitionen nicht mehr alleine durch Banken finanzieren, sondern sie müssen dazu auch auf den Kapitalmarkt zurückgreifen. Auch das ist ein ganz wichtiges Motiv dafür und ein Grund dafür, dass wir uns weiter um Sicherheit und Zuverlässigkeit an unseren Märkten bemühen. Und es ist auch gut, dass wir das in Deutschland tun. Denn in Deutschland sind wir im Moment noch unterentwickelt, was unsere Kapitalmärkte angeht. In den USA haben wir ein Verhältnis von Marktkapitalisierung zum Bruttoinlandsprodukt, also zur Wirtschaftsleistung, von über 100%. In Deutschland ist es unter 40%. Also die deutschen Unternehmen nutzen ihren Kapitalmarkt viel zu wenig und müssten ihn viel stärker nutzen. Wir haben gute Gründe, auch im Hinblick auf die Sicherung unserer Altersvorsorge, um uns um einen intakten Kapitalmarkt zu bemühen. Denn angesichts des niedrigen Zinsumfeldes ist es nicht mehr für jeden die tolle Alternative, zu seiner örtlichen Bank zu gehen und zu sagen, ich kaufe mir eine tolle Bundesanleihe mit einer Verzinsung von 0, irgendwas, sondern der ein oder andere wird auch überlegen müssen, ob er in andere Finanzprodukte nicht besser investiert, weil er dann dort doch höhere und bessere Renditen erzielt. Mit diesem Gesetz schaffen wir ganz reale Verbesserungen. Meine Kollegen Dr. Meister und Matthias Hauer, aber auch die Kollegin Riglewski haben die Punkte angesprochen, die konkreten Verbesserungen im Gesetz, sodass ich mir erspare, hier die einzelnen Punkte aufzulisten. Wir kommen zu deutlich besseren Sanktionsmöglichkeiten, als wir das früher hatten, gerade beim Insiderhandel. Das ist eine ganz konkrete Verbesserung an unserem Kapitalmarkt, die gerade auch die Kleinanleger schützt. Wir implementieren diesen Beipackzettel für Finanzprodukte, auch der ist erwähnt worden. Wir sind diejenigen gewesen hier in Deutschland, die damals im Kontext mit Riester-Produkten, aber auch mit anderen Finanzprodukten schon in der letzten Bundestagssaison dieses Produktinformationsblatt implementiert haben. Herr Kollege. Jetzt macht die Europäische Union uns das nach und zieht nach. Ich bin gleich. Okay. Deswegen bilanziere ich, das ist ein gutes Gesetz. Es ist ein guter Tag für die Anleger am Kapitalmarkt. Es ist ein guter Tag für einen effizienten, sicheren und vertrauenswürdigen Kapitalmarkt. Vielen Dank. Matthias Middelberg beendet seinen Beitrag nach einer kurzen, aber bestimmten Ermahnung durch den Bundestagspräsidenten. Und wir haben gesehen bei seinem Beitrag, es gab zwei Zwischenfragen aus den Reihen von Grünen und aber auch der SPD. So ganz groß ist die Einigkeit zwischen Union und SPD nicht in allen Fragen bei der Neuregelung von Finanzmarktvorschriften. Der vorletzte Redner in dieser Debatte ist Christian Petri. Er kommt aus der SPD und ist im Finanzausschuss. Axel Trost, Gerhard Schick haben die Deutsche Bank im Visier und andere Dinge. Herr Middelberg hat doch eine gewagte These über Bankenfinanzierung und Kapitalmarkt geäußert. Ich habe sie so verstanden, dass die Regulierungen, die wir nun beim Bankenwesen haben, dazu geführt haben, dass es schwieriger wird,
sich zu finanzieren und deshalb der Kapitalmarkt einsteigen muss. Ich bin da sicher, da werden wir in der Diskussion bleiben. Wir haben natürlich sehr, sehr viel schon getan. Herr Dr. Meister hat es genannt, 40 Regelungen in den letzten Jahren. Und Herr Dr. Meister, bei diesem Gesetz darf ich mich bei Ihnen ausdrücklich am Anfang bedanken. Ich hatte bei der Diskussion ums Kleinanlegerschutzgesetz gesagt, das versteht kein Mensch. Selbst die Begründung war unlesbar. Hier bei diesem Gesetz muss ich sagen, ich weiß nicht, ob es aktiv dazu geführt hat, aber diesmal kann man es wirklich lesen und verstehen. Und das ist für die Transparenz natürlich auch des Gesetzgebers sehr wichtig. Und dafür an Sie einen herzlichen Dank. Ja, kann man Herrn Dr. Meister mal danken, denn er hat ja viel mit diesen 40 Regelungen uns erklären müssen, ob dies der graue Kapitalmarkt war, das Kleinanlegerschutzgesetz, ob wir die Abwicklungsmechanismen, das Bail-in, die Bankenunion gewollt haben, ob wir als dritte Stufe die Einlagensicherung denn nun auch verwirklichen und vor allem, wann wir sie verwirklichen und unter welchen Bedingungen, was dafür in Europa getan werden muss. Carsten Schneider hat dazu einiges ausgeführt. Das sind alles Dinge, die immer unter dem Leitmotiv stehen, Stärkung des Verbraucherschutzes, Sicherung der Kleinanleger, Transparenz am Markt, bessere Aufsicht, stärkere Sanktionsmechanismen. Und so ist auch dieses hier heute zu verstehen, was wir vorliegen haben mit dem vorliegenden Gesetz. Die Marktmissbrauchsrichtlinie, die Marktmissbrauchsverordnung, die Verordnung über Zentralverwahrer und die EU-Verordnung über Basisinformationsblätter werden in nationales Recht umgesetzt. 98 Seiten dick die Vorlage, 17 Rechtsgebiete betroffen, Detailregelungen angepasst, mit Sicherheit wird noch nachgesteuert werden im Verfahren, da werden immer noch weitere Dinge auftauchen, die wir einbringen müssen. All dies geht darum, die Stärkung der Integrität der europäischen Finanzmärkte wieder herzustellen bzw. zu stärken. Märkte funktionieren nur dann effizient, hat auch Herr Dr. Mittelberg gesagt, wenn die Marktakteure klare Regelungen haben. Wir brauchen einen funktionierenden Kapitalmarkt, da sind wir einer Auffassung. Und wenn er mit den einheitlichen Aufsichts- und Sanktionsbefugnissen versehen ist, die wir hiermit stärken, die Transparenz für Anlegerinnen und Anleger gewährleistet ist, dann ist dies ein bedeutender Schritt hierzu. Die Finanzmärkte boomen, wir wissen dies. 800 Billionen Euro im Derivatehandel weltweit. In Europa ein Fondsvolumen von 20 Billionen Euro, das sind gigantische Summen. Märkte sind vorhanden, Geld ist vorhanden und die entsprechenden Regularien dazu müssen natürlich so gefasst sein, dass sie Transparenz und Sicherheit bieten. Der Marktmissbrauch verfälscht Marktergebnisse und lässt die Integrität der Finanzmärkte erodieren. Das schadet dem Markt und dem Vertrauen der Anleger. Hier hat Dr. Schick und Axel Trost ja die Deutsche Bank genannt. Und Herr Dr. Schick, eins habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Es war ein bisschen widersprüchlich. Zunächst einmal die These, keine Trennbank, keine Krise oder Trennbank, Krise. Das war so ein bisschen monokausal aufgearbeitet und ich habe mich gefragt, ja, ist denn nicht eher, sage ich mal, mögliches kriminelles Handeln und Betrugsfälle ausschlaggebend und nicht die Regelungen, die dazu sind? Denn auch neue Regelungen, die wir einführen, können natürlich missbraucht werden. Axel Trost hat es auch genannt und das war so ein bisschen, hat mich an Animal Farm erinnert, zwei Beine sind schlecht, vier Beine sind gut. Das war mir zu einfach. Ich glaube, das ist komplexer. Herr Dr. Schick, ich habe Sie vielleicht auch nicht ganz richtig verstanden. Dann können wir das nochmals ausdiskutieren. Ich darf keine Zwischenfrage mehr stellen, Herr Dr. Schick. Ja, durch dieses Finanzmarktregulierungsgesetz werden nun die strafrechtlichen und verwaltungsrechtlichen Sanktionsmöglichkeiten erhöht. Und dies wird letztlich 5 Jahre nach Bekanntwerden des Libor-Betrugsskandals endlich zu den entsprechenden Sanktionen bei Marktmissbrauch und bei Insidergeschäften führen. Einen Aspekt möchte ich noch besonders betrachten, beispielhaft für das, was wir hier regeln. Es ist auch schon zweimal genannt worden. Das ist der Hochfrequenzhandel. Die computergesteuerte, basierte Handel mittels Algorithmen, die nicht europaeinheitlich reguliert sind. Und Lothar Binding als Mathematiker kennt sich mit diesen Algorithmen natürlich besonders gut aus, denn es geht hier darum, dass pro Sekunde 10 Gigabit
Datenmenge zulässig sind. Wir haben dies in Deutschland als Vorreiter geregelt und 75.000 Mitteilungen pro Tag sind. Und dann ist wirklich die Frage eben gestellt worden, welchen volkswirtschaftlichen Sinn macht das Ganze? Es geht schlichtweg darum, es macht keinen. Es geht schlichtweg darum, ein Geschäft zu machen. Jetzt kann man nicht jedem verbieten, ein Geschäft zu machen. Das ist auch klar. Brauchen wir auch nicht. Aber es sollte so reguliert werden, dass nicht die Kräfte, die dahinter stehen können, nämlich inklusive Marktmanipulation durch solche Algorithmen, dass diese begrenzt werden, beaufsichtigt werden, auch kontrolliert werden und weitestgehend der Missbrauch verhindert werden kann. Hierzu sind nun die einheitlichen Regularien in Europa, was die Sanktionsmöglichkeiten mit im Paket drin. Das halte ich für sehr gut. Das ist ein Schritt nach vorne. Und da macht das Finanzmarktnovellierungsgesetz natürlich einen großen Schritt für uns. Und es ist auch genannt worden, dass die Finanzmarktregulierung und die Finanzmarktverordnung MiFID II und MiFIR jetzt noch nicht in diesem Bereich umgesetzt werden. Statt zum 3. Januar 2017 soll es nun 2018 kommen. Das ist natürlich ärgerlich. Hier wäre noch der große Schritt, Sarah Riglewski hat es genannt, natürlich noch zu tun. Aber das wird kommen. Und auch hier werden wir nach dem Thema mehr Transparenz und mehr Verbraucherschutz ein Augenmerk auf die Umsetzung in nationales Recht legen. Am Ende meiner Ausführungen möchte ich nochmals betonen, dass dieses sehr komplexe Werk in der Diskussion mit Sicherheit noch an der einen oder anderen Stelle Veränderungsbedarf nach sich bringen wird. Ich freue mich auf diese Diskussion. Ich bin auch sehr gespannt darauf, was noch von außen auf uns herangetragen wird. Wir haben eben die Welt beschrieben, wie der Finanzmarkt aufgebaut ist. Es handelt sich hier um schier undenkbar große Summen, die wir hier behandeln und regulieren. Insoweit bin ich froh, dass wir heute Morgen vor vertrauter Runde dies auch diskutieren können. Insoweit freue ich mich auf die kommende Diskussion. Mein besonderer Dank nochmals an dieser Stelle auf das schnelle und geräuschlose Arbeiten des Bundesfinanzministeriums und der beteiligten Ressorts. Und in diesem Sinne werden wir in den kommenden Wochen intensiv diskutieren. Und ich denke, es ist ein guter Tag heute für den Verbraucherschutz und für die Transparenz. Es ist ein guter Tag hier im Deutschen Bundestag. Glück auf! Christian Petri für die SPD-Fraktion, der vorletzte Redner in der Diskussion über die Neuregelung von Finanzmarktvorschriften. Falls Ihnen das alles ein bisschen zu technisch ist oder vielleicht auch ein bisschen zu kühl, bleiben Sie trotzdem bei uns, denn der nächste Tagesordnungspunkt gleich wird mit Sicherheit lebhafter, lebendiger und auch leidenschaftlicher werden. Da wird es gehen um Rassismus, Hetze und Gewalt. Ein Antrag der Grünen liegt davor, aber wir hören uns zunächst noch an Frank Steffel, den letzten Redner in der Debatte über die Finanzmarktvorschriften. Über Regulierung von Finanzmärkten und ich vermute vielen Zuhörerinnen und Zuhörern und vielen Zuschauern geht es wie immer. Man merkt, wie mühsam das ist, man merkt, wie komplex das ist, man versteht wahrscheinlich vieles nicht wirklich, hat aber hoffentlich das Gefühl, dass dieser Deutsche Bundestag sich sehr intensiv bemüht, die Lehren aus der Finanzmarktkrise zu ziehen und alles dafür zu tun, dass sich eine solche Krise in Europa nie mehr wiederholen kann. Ziel auch dieses Gesetzes, wie aller Gesetze davor, ist es einmal mehr, die europäischen Finanzmärkte vor einer Krise zu schützen, die eben ja nicht nur Auswirkungen für den Banken- und Finanzbereich hat, sondern Auswirkungen hat für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, für unseren Mittelstand, für unsere Verbraucher, für unsere Steuerzahler, für viele, die dann die Zeche einer solchen Krise bezahlen müssen. Wir optimieren also 8 Jahre nach der Finanzkrise heute einmal mehr die seitdem bereits eingeführten Finanzmarktgesetze. Und lassen Sie mich an einem Tag wie heute ganz bewusst einmal festhalten, wir optimieren das heute europaweit. Das heißt, die europäische Politik stellt einmal mehr in einem außerordentlich komplexen Sachverhalt ihre Handlungsfähigkeit unter Beweis. Die europäische Politik stellt unter Beweis, dass sie aus dieser Finanzkrise ihre Lehren gezogen hat. Und die europäische Politik stellt auch unter Beweis, dass sie trotz aller unterschiedlichen Auffassungen in der Lage ist, gemeinsame Regelungen für Europa zu schaffen. Und sie stellt unter Beweis, dass sie wachsam ist und bereit ist, Jahr für Jahr immer wieder Gesetze zu optimieren, die den Menschen in Europa dienen. Ich glaube, das ist gerade an einem Tag wie heute ein gutes Signal Europas bei vielen anderen Fragen, die wir zurzeit streitig diskutieren. Und ich möchte sehr bewusst auch im Rückblick noch einmal daran erinnern, dass sich die Europäische Union und die Staaten in Europa auch vor 8 Jahren als handlungsfähig erwiesen haben. Viele von uns erinnern sich an die
Finanzkrise und ihre Auswirkungen nur noch ganz entfernt. So lange ist das noch gar nicht her. Und auch damals hat der Deutsche Bundestag und haben viele Parlamente in Europa Pakete von Maßnahmen gemeinsam diskutiert und entschieden, um die Folgen der Krise für Europa und die Folgen der Krise für die Menschen in Deutschland abzumindern. Heute, 8 Jahre nach der Krise, können wir übrigens in Deutschland feststellen, wir haben verdammt vieles richtig gemacht. Auch damals war es übrigens eine große Koalition, die gemeinsam gearbeitet hat und dazu beigetragen hat, dass wir heute mit über 43 Millionen Menschen nur wenige Jahre nach der Krise den höchsten Beschäftigungsstand in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland haben. Wir haben heute einen historischen Tiefstand. Und das ist uns allen besonders wichtig bei der Arbeitslosigkeit, insbesondere aber bei der Jugendarbeitslosigkeit. Jeder Junge und jedes Mädchen, jeder junge Mensch hat heute in Deutschland die Chance, aus seinem Leben etwas zu machen. Das war vor 8 Jahren keineswegs sicher. Und wir haben wirtschaftliche Rahmenbedingungen, die insgesamt heute so positiv sind wie selten zuvor. Ich sage das sehr bewusst an einem Tag, wo natürlich die Interessenlage auf die Staats- und Regierungschefs geht und wir den Eindruck erwecken, als ob wir Krisen vor uns haben, die wir überhaupt nicht mehr bewältigen können. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wer soll denn diese Krise bewältigen, wenn nicht wir in Europa und wenn nicht wir in Deutschland? Ich bin sicher, dass auch der heutige Gesetzentwurf, und es sind ja viele Details sehr umfangreich diskutiert worden, deutlich macht, dass Europa gemeinsam handelt, dass wir Gesetze auf europäischer Ebene nachvollziehen, die wir in Deutschland vielfach übrigens vorher schon eingeführt hatten. Es werden heute die Regeln zum Insiderhandel, zur Verhinderung von Marktmanipulationen durch europaweit einheitliche Regelungen abgelöst. Das ist ein gutes Signal Europas. Wir passen die aktuellen Entwicklungen an, wie völlig neuen Handelsplattformen, wie Hochfrequenzhandel, der sich vielfach schneller entwickelt, als wir Politiker überhaupt handeln können. Wir stärken die Integrität und Transparenz der Kapitalmärkte durch Regelungen zum Vertrieb von Wertpapieren und Kapitalanlagen. Der Anlegerschutz, viele haben darauf hingewiesen, wird einmal mehr deutlich verbessert. Die Strafen werden deutlich erhöht. Auch das ist ein wichtiger Teil dieses Gesetzespakets. Und wir erleichtern mit dem Gesetz die Tätigkeit von Whistleblowern und erweitern auch die Eingriffsmöglichkeiten von Aufsichtsbehörden. Ich will das in aller Kürze nur noch einmal deutlich machen, weil das keineswegs selbstverständlich ist, dass sich auf so umfangreiche Maßnahmen doch sehr unterschiedliche Regierungen und unterschiedliche Länder Europas gemeinsam verständigt haben. Und wir Deutschen, und auch da sollten wir zufrieden sein, waren einmal mehr an der Spitze der Bewegung. Wir haben aktiv mitgestaltet. Wir sind, Herr Dr. Meister, nicht nur unserer Verantwortung gerecht geworden, sondern wir waren einmal mehr Motor für Finanzmarktregulierung in Europa. All diese Regelungen stärken die Verbraucherrechte, und sie werden hoffentlich die Finanzmärkte sicherer machen und dazu beitragen, dass sich eine Krise wie vor 8 Jahren nicht mehr wiederholen kann. Ich möchte auf einen Punkt abschließend hinweisen, der etwas untergegangen ist. Hat mit dem heutigen Gesetz nur mittelbar zu tun, aber es ist im Rahmen dieser Regulierung auch gelungen, für 120 Banken in Europa, für die 120 größten Banken in Europa, eine Bankenunion zu schaffen. Das heißt, wir haben einen einheitlichen Abwicklungsmechanismus. Dieser stellt sicher, dass im Fall einer Bankenpleite einer europäischen Bank zunächst die Anteilseigner und Gläubiger und dann ein von den Banken gespeister Rettungsfonds die Schulden bedient und eben nicht einmal mehr der Steuerzahler. Auch diese Bankenunion ist ein Meilenstein der europäischen Integration. Vor der Finanzkrise war eine derart enge Zusammenarbeit undenkbar. Und niemand konnte sich vorstellen, dass die nationalen Regierungen ihre Gesetzgebungskompetenz in einem so sensiblen Bereich wie der Bankenregulierung an Europa, an die EU abgeben würden. Es zeigt einmal mehr, meine Damen und Herren, dass wir Europäer in der Lage sind, gemeinsam unsere Probleme zu lösen, trotz unterschiedlicher nationaler Interessen, was ja völlig normal ist, was Europa übrigens im positiven Sinne auch ausmacht. Finden wir eine zukunftsweisende Einigung und gehen zumeist gestärkt aus Krisen hervor. Deshalb sollten wir uns gerade an einem Tag wie heute dieser gemeinsamen Kraft bewusst sein, auch wenn der Weg häufig anstrengend ist. Es gibt dazu übrigens auf unserer Welt und in Europa ohnehin keine vernünftige Alternative. Diese Kraft Europas sollte uns aber auch Ansporn sein, in der aktuellen Krise an gemeinsamen Lösungen zu arbeiten. Und lassen Sie mich das
abschließend sagen, ich bin von Natur aus optimistisch. Und deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass auch in den vor uns liegenden 48 Stunden die Staats- und Regierungschefs einmal mehr in wichtigen Fragen der Europapolitik gemeinsame Beschlüsse fassen, Europa stärken und die europäische Zusammenarbeit in 2-3 Tagen vertieft ist und besser dasteht, als sie heute diskutiert wird. Denn, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Optimist behält nicht zwingend öfter Recht als der Pessimist, aber er lebt in jedem Falle glücklicher. Frank Steffel aus der Unionsfraktion war der letzte Redner in dieser Debatte zur Novellierung von Finanzmarktvorschriften. Es soll klare Regeln geben, strengere Aufsicht. Und es soll eben auch ein Beitrag zum Verbraucherschutz sein, jedenfalls von den Verbrauchern, die sich etwas größere Geldanlagen und Spekulationen leisten können. Diese Neuregelungen werden, dieser Entwurf der Bundesregierung dazu, wird jetzt diskutiert werden in den zuständigen Ausschüssen, federführend natürlich der Finanzausschuss. Und dann wird uns das eines Tages hier im Plenum wieder begegnen.